Craig. Craig bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte. Wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage. Wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Vault 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vault-Tec entworfen, aber er wurde von euch erbaut. Von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Vault weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern, oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Vault 76 unsere Zukunft beginnt. Verschlafen haben. So. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Ja, und heute damit herzlich willkommen zu Fallout 76. So Beta, um genau zu sein. Ist, und könntet ihr jetzt mal bitte still sein? Ich nie den Tag vergessen, an dem sie Vault 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch ihre Herkunft, ihre Hautfarbe oder ihren Glauben. Doch sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Was aber viel wichtiger ist, sie alle werden immer meine Familie sein. So, jetzt nochmal herzlich willkommen zu Fallout 76. Ich bin gerade noch in der Charaktererstellung. Das könnte ein bisschen dauern, weil ich mit dem eigentlich so im Gesamten schon relativ zufrieden bin. Eigentlich. Passt schon so lassen, ich würde gerne die Frisur ändern. Die Haare. Hören wir da im Hintergrund schon andere Spiele? Ja, die Frisurenauswahl ist sehr groß und überwiegend seltsam. Ja, ich würde sagen, nehmen wir mal die Frisur. Dann passt das eigentlich schon so. Was sagt der Körper? Ui. Head machen.
Ich würde ihn mal so nehmen. So. Bei extra. Make-up, Male, Makel. So, mal kurz alles entfernen. Okay. Und dann würde ich sagen, nehmen wir den so. Ich bin der Nick, genau. Ach, ich kann noch ein Foto finden. Zack. Okay. Und Rückeroberung. Heute ist es soweit, der Rückeroberungstag ist gekommen. Auf diesen Augenblick haben wir uns 25 Jahre lang vorbereitet. Wir sind bereit, Sie sind bereit. Amerika wartet auf uns, also brechen wir auf. Die Aufseherin. Ja, dann brechen wir mal auf, würde ich sagen. Ich glaube, hier drin brauche ich mich gar nicht mehr lange aufhalten. Geht's mal los? God, this resolution. So, da haben wir den Pip-Boy. Heute. Okay, das kennt man ja so. Oh, das ist. Warte. Komme ich denn in die Optionen? Ich würde nämlich ganz gern eigentlich. Die anderen Spielerstück halten. Okay, neben Ereignis. Dann muss ich doch nochmal hier gucken. Stellungen. Audio. Voice. So, ist schon viel besser. Dann mal Sie auf geht's. Mit nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Dass ich, stolz auf Sie bin. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen, in Appalachia. Sir, hallo? Hier spricht die Aufseherin. Ende der Durchsage. Ich hatte schon befürchtet, dass Sie gar nicht mehr aufwachen. Haben Sie es schon vergessen? Heute ist Rückeroberungstag. Es ist Zeit, den Vault zu verlassen. Ja, bin auf dem Weg, den Vault zu verlassen. Mal hier. Warte. Exilen, Schaden, Zeit, Plus und Schnell, auch Plus. Welcher Welt ist denn Plus und Schnell zu? Sie müssen es nicht im Alleingang versuchen. So, auch noch mit. Sie andere und schließen sie Freundschaft. Hier ist sehr wichtig für uns. Für mich. Eine Knarre? Anpassung ist wichtig. Wenn Ihre Rolle nicht funktioniert, versuchen Sie eine andere. Seien Sie kreativ. Ah, jetzt kommen die Skills. So. Und da ich ja alleine spiele, würde ich mal sagen, nehmen wir als erstes mal einen von den Stärke-Skills. Okay, und los geht's.
Es ist immer der beste Moment bei allen Fallout-Spielen. Noch schnell. Okay, da gibt's. Warte. So, wo ist das Impfen? Link ist alt. Ja. Und da hin. Audio. L-Heilen. Ist das Stimpack? Ne, das Stimpack lag doch irgendwo auf Plus oder so, ne? Lass es jetzt mal so. Das nicht so, wie ich will. Okay, das gefällt mir so. Warum? Ja. Funktioniert trotzdem nicht. Daddy-o, komm mal mit. Komm mit. Mit. So. Ich muss mich da noch ein bisschen einfuchsen. Wie kommt man denn einfach nur so raus aus dem Ding? Verlegen an sich. So, bin ich schon mal bewaffnet. Was? What? Was? Okay. Kurz mal einstellen. Oh.
Paul, du musst einmal im Monat die Lage am Vault 76 auskundschaften. Diese Türen müssen sich ja irgendwann öffnen. Geh keine unnötigen Risiken ein. Beobachte den Vault ein paar Tage lang und komm dann wieder zurück. Mitnehmen, oder? Machete würde ich auch... Machete würde ich... Du kriegst Geld. So, die Machete mit Favorite legen, das war okay. Wir merken, dass ich mit Cap rausgehe. Das abstauben gleich. Nee. Gott, nehme ich. Starker Angriff werde ich wahrscheinlich nicht so oft brauchen. Was war das? Nehmen wir die Kohle, habe ich. Das. Irgendwas. Red Hirsch. Man alles gebrauchen irgendwann irgendwie. Irgendwo ein Ziegling, diese Aufseher. Da oben in die Richtung. So. Oh. Sir, ich habe dieses Holoband beim Terminal der Aufseherin gefunden und es mir angehört. Sie sollen sie wohl in ihrem Camp die Straße runtertreffen. Okay. Das auch gern anhören. Die Aufseherin hat gesagt, sie würde ihr Camp am Ende der Straße errichten. Im Süden. Hau mal rein. Aufseher-Logbuch. Oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation? Denn wer das hier hört, hatte den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. War noch Nuka-Tape an? Ach, das ist ein okay. Sie ja. Sollten sich zum Camp begeben. Ja, mache ich ja. Bin schon auf dem Weg. Boah, der Typ ist schon Level 6. What? Ich habe irgendwie den Eindruck, ich bin ein bisschen spät dran. Hm.
muss das einfach untersuchen, was das hier ist. Holzreste nehme ich auch mit. Nehme ich mit. Ey. Da krieg ich, Alter. Geh weg. Hui. Ja, Suzuki. Ausschüttel kann man bestimmt auch gebrauchen. Favorite legen. Aha. Ich würde sagen, damit lässt sich schon arbeiten. Ich hoffe, es wäre. Pulver, okay, man wird sich dann wohl auch diesmal Kugeln bauen können. Toll, ich werde schon verstrahlt, super Sache. Fängt ja echt gut an für mich. Ja. Nachricht für Sammy. Die Responder haben keinen blassen Schimmer. Jede Nacht sind mehr von den Bestien am Himmel. Die Bruderschaft hat sie gewarnt, hat uns alle gewarnt. Defiance ist gefallen, sagten sie. Was zum Teufel soll das bedeuten? Die Vorräte werden knapp. Ich werde vielleicht versuchen, Abby über den Berg zu bringen. Die freien Staaten müssen mehr wissen. Sammy, falls du das liest, geh zu Abby. Geradeaus in östlicher Richtung vom Red Rocket Megastop. Wie kennt ihr die Stellen der Bruderschaft besser als irgendjemand sonst? Ich hoffe, dein Schutzengel passt auf dich auf. Mehr kann man sich nicht verdammt verteidigen. Okay. Molotov, Waterblue, zack. Doch nochmal wieder das Problem bei der Steuerung. Auf E. Ja. Ist ja jemand zu retten. Der gerade auf mich geschossen. So cool, Pazifist aktiviert. Ich fühle keinen anderen. Ja, geilo. Super Sache. Was ist das hier? Bastelwerkstatt. Bringt mir im Moment wahrscheinlich auch noch nicht viel. Beute Düngemittel nehme ich mit. Und Sprengstoff draus bauen bestimmt. Ja, die Schere kann er behalten. Silber, nehmen alles mit. Erwischt. Nämlich gut. Guck, das geht schon wieder nicht. Ein Gidea Buttercup Kopf, den nehme ich aber auf jeden Fall mit. Die Ehre brauche ich nicht.
Hier, Verbindungsstange. Braucht man alles nicht. Den nehme ich mit. Bauplan, modernes Sofa. Nehme ich mit. Schrauben nehme ich auch mit. Stellbarer Schraubenschlüssel. Nehmen wir mal mit. Kann nicht schaden. Was haben wir hier? Silberne Taschenuhr. Also das hier mit diesem Instant-Transfer funktioniert nicht so ganz. Das sollten wir mal noch dran drehen. Aber ist ja auch eine Beta. So, und dann sind wir jetzt im Lager der Aufseherin angekommen. Logbuch. Aufseher-Logbuch, südlich von Vault 76. Ich wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte, aber mutierte Tiere? Durchgedrehte Bots? Und bislang keine Menschen? Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Vault Tech vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke. Alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung und ein bisschen Muskelkraft. Wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was Sie gebaut haben, sodass Sie es an Ihrem neuen Standort wieder aufstellen können. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Das Vorkriegsgeld hier auch immer noch so viel wert? Ich habe mein Camp dagelassen, Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür bauen. Sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Also das mit diesem E funktioniert. Wenn es sie noch gibt, noch so gar nicht. Flatwoods, die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Genau. Wird sie laufen noch kürzer? Nee. So heilen Sachen sind da noch nicht dran. Ich hätte aber ganz gern etwas gebaut, ich würde gern herstellen. Bett. So, nehmen wir mit. So. Jetzt bitte herstellen. Geht nicht. Kann ich hier herstellen? Ja, ich würde ja gerne herstellen, aber irgendwie... Ach, das ist, weil der Typ da dran war. Ach so. Ja, gut. Hol ich mal Rüstung hin. Dann habe ich schon mal eine vollständige Rüstung. So, Kleidung. Radio setze ich auch noch auf. Also, so kann man doch schon mal loslegen. Wenn ich jetzt noch kurz da mir eine Waffe herstellen dürfte, wäre das super cool. Thank you.
Wir übernehmen Frau mit. Da weg, Mann, ich will was herstellen. Alter, geh mir aus dem Weg. Ich kann nichts herstellen. Das geht mir minimal auf die Nerven. Ah, wieso darf ich denn da nichts herstellen? Jetzt aber. So. Victor? Kohle, Impro-Pistole. Flanke, Wurfwaffen, Wurfmesser. Ja, eigentlich habe ich ja schon relativ gute Waffe. Baue ich mal kurz Wurfmesser, einfach damit ich das gemacht habe. So. Und dann setze ich mal meinen Weg fort. Hier wieder auch einsammeln kann ich sie nicht nochmal. Okay. Mal hier die Machete zur Hand. Blöder Penner, bleib hier. So. Hier kann man noch bestimmt drin. Okay, das dauert viel zu lang. Mit dem E müssen die echt noch überarbeiten. Das nervt ein wenig. Gabel brauche ich nicht. War doch gerade eine Red Kakerlake mir angezeigt worden. Heute sind die Arme dran. Drei Sets mit je 12 Wiederholungen. Also gut. Kurzhantel Curls für den Bizeps. Trizepsstrecker. Strecker. Ist ja blöd, dass es kaum richtige Geräte gibt. Egal. Kopf hoch. Nur noch 8 Luxussärge mehr, um das Sollen Backwoods zu erfüllen. Ich meine, Flatwoods. Wird nicht einfach, wenn man die finanzielle Lage hier betrachtet. Yeah, mein erster Punkt. Ich sollte sie einfach an unsere chinesischen Freunde erinnern. Dann würde ich innerhalb von 2 Wochen im Flieger zurück nach Ipswich sitzen. Dann wird es wohl Bankdrücken heute. Schon wieder. So, gibt's hier noch was zu holen? Optiksgeld nehme ich mit.
Neue Holobänder. Willkommen zurück, verehrte Hörer. Es ist wieder an der Zeit, über das hinauszublicken, was Sie für wahr und richtig halten. Zeit, Ihren Geist der seltsamen, unerklärlichen und manchmal erschreckenden Welt zu öffnen, die in den Schatten der Unsere existiert. Hier werden Mythen, Legenden und Gerüchte wahr. Ja, es ist Zeit für neue Geschichten aus den Hügeln von West Virginia. Die heutige Folge Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods wird präsentiert von Zuckerbomben. Das Frühstück mit der Geschmacksexplosion und 100% der empfohlenen Tagesmenge an Zucker starten Sie perfekt in den Tag. Mit Zuckerbomben. Unsere Geschichte beginnt an einem schicksalhaften Abend, an dem der junge Pfadfinder-Pionier Fred Fischer nach einem Sturz findet er sich an einem dunklen Ort wieder. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Oh, nein, fuck. Ich glaube, es nimmt auf. Ich lasse das kurz laufen, danach das andere wieder. Hallo? Hallo, hallo? Es sollte funktionieren. Ich hasse diese Dinger. Ich bin Willie May. Man hat mich gebeten, aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Eine gute Sache. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und auf meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Kurz vor dem Krieg gab es ein Erdbeben. Er kam nicht mehr zurück. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist oder warum er nie zurück nach Hause kam. Aber das ist schon in Ordnung. Seit dem Krieg lese ich nur noch in meinen alten Zeitungen und höre Musik. Zur Abwechslung ist es mal friedlich. Und das ist gut so. Habt ihr schon mal von der Atomlotterie der Watoga Times gehört? Der Gewinner erhält einen 10-Jahres-Vorrat am Bramco Mac and Cheese, Salisbury Steak und natürlich Nuka-Cola. 20 Jahre lang habe ich bei dieser Lotterie mitgespielt und im Monat vor dem Krieg habe ich sie endlich gewonnen. Der Gewinn hat zwar nur 8 Jahre gehalten, aber es gibt ja niemanden mehr, bei dem man sich beschweren könnte. Als die Vorräte alle waren, hörte ich über das Radio den Aufruf der Responder. Also machte ich mich auf die Suche nach ihnen. Haben wir auch immer gebraucht. Sie waren eine große Hilfe. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, echt jetzt? Zumindest kein Skill. Für eine Weile. Wie schalte ich das aus? Verfluchtes Gerät. Der Knopf ist es nicht. Der auch nicht. Ich helfe dir dabei, es auszuschalten. Ah, der hier. Ist da Mist sein, ne? Willkommen zurück, verehrte Hörer. Es ist wieder an der Zeit, über das hinauszublicken, was Sie für wahr und richtig halten. Zeit, Ihren Geist der seltsamen, unerklärlichen und manchmal erschreckenden.